Hallo und herzlich willkommen zurück nach einem kurzen Break. Es war ein klein wenig. Ich bin jetzt gerade im Haus gespawnt. Ich bin tot gewesen. Ausgespawnt? Ernsthaft? Ja, ich bin hinüber. Na super, das heißt, ich sitze jetzt hier alleine rum. Das heißt, du sitzt jetzt da alleine rum und noch viel besser, die ganzen Sachen, die ich bei mir hatte, sind. Ah, 20 Meter neben dir. Da, wo deine Leiche liegt. Und das Schöne ist, es ist ein paar Meter weg. Das ist nicht so weit weg. Ich nehme mir jetzt mal einen Wasserbeutel, dann nehme ich mir mein Breitschwert. Bleib zu Hause. Hast du genug Platz zum Reinladen? Weiß ich noch nicht. Ich guck nach, was ich mitkriegen kann und dann ist gut. Ich hätte nämlich gesagt, ich komme da mal gleich vorbei, weil so weit ist es jetzt nicht. Du kommst hier niemals lebend an. Ach so, nun trau mir da mal ein bisschen was zu. Der Weg ist zu weit und zu gefährlich. Nee, so weit ist das gar nicht. Weit vielleicht nicht. Von unserer Festung aus quasi rechts rüber, wo ich das Holz hacke, und dann geradeaus. Ja, dir ist aber schon klar, dass wir zwischendurch übernachtet haben. Dass das fast zwei Tagesmärsche sind. Nee. Ja, doch. Wir sind doch fast einen ganzen Tag allein schon links rüber durchs Dorf, komplett Richtung Norden und dann wieder ein Drittel zurück. Ich habe doch immer auf die Karte geguckt. Ja, aber den anderen Weg außenrum. Weißt du was? Wir haben hier vier Schwerter drin. Ich nehme mir einfach mal eins raus und dann latsche ich mal mit meiner leichten. Leichter habe ich gar nicht hier, ups. Ich latsche einfach mal los. Mehr als verlieren kann ich ja nicht. Vergessen Sie Ambrosia nicht. Nee, das nehme ich mit Sicherheit nicht mit. Also, das ist mir zu kostbar. Den solltest du mitnehmen, sonst wird der Weg noch schwieriger. So ein bisschen. Na gut, dann kann ich auch die ganzen Rüstungssachen mitnehmen. Dann kommt auch nicht mehr drauf an. Ja, ein bisschen was musst du mitnehmen, sonst überlebst du den Weg erst recht nicht. Wenn dich nackt so eine Libelle angreift, bist du Geschichte. Okay. Okay, dann habe ich jetzt mal ein bisschen Rüstung dabei. Ein bisschen Wenn dich eine Fleisch. Schlange angreift ohne Rüstung, dann bist du auch wahrscheinlich Geschichte. Ich nehme mir mal noch vier Ambrosia, das muss reichen. Ja, so ein Schwert brauche ich sowieso nicht. Latsche ich mal einfach drauf los. Wenn's hell ist. Was tafert denn jetzt? Ich rein gar nichts mehr. Jetzt habe ich einen schwarzen Bildschirm. Dann nehme ich mal gleich noch ein paar Pflanzenfasern, wenn hell ist. Und dann komme ich mal vorbeigejackelt. Nach irgendwas Schwerem an. Das jetzt ein Nashorn ist, da habe ich gelitten. Ich drück mal die Daumen, dass du noch nicht gelitten hast. Sonst müsste man nämlich gleich hochlatschen, wenn es hell ist. Ich habe nicht gelitten. Ich habe nämlich keinen Bock, mein ganzes Zeug zu verlieren. Da war ein Haufen gute Sachen drin. Wo ist der Mond? Da ist der Mond. Gleich wird's hell. War nicht schlecht. Wenn ich nach deiner Leiche gucken gehe. Okay, gleich wird's hell. Countdown. Und es aber warum wird. Warum und weshalb bist du gestorben? Ich habe keine Ahnung. Musste ich ja im Prinzip irgendwas ange. Vielleicht hatte ich die Libelle angegriffen. Das könnte sein. Drei Bissen, fünfmal schnapp und weg bist du. Ja, vor allem, wenn du nichts tust. Ja. Oder nichts tun kannst. Vor allem dann. So, jetzt bin ich an der Stelle, wo ich das Holz hacke. Ja, deine Leiche sehe ich schon mal. Kannst du mal gucken, wie viel du mitnehmen kannst. Da ist gleich die Libelle wieder, das ist schlecht. Oh, alles kann ich nicht mitnehmen. Ist ja schon mal gut, dass ich mich auf den Weg gemacht habe. Jetzt kommt eine Hyäne. So, jetzt muss ich mal gucken, in welche Richtung ich latschen muss. Kannst du mir noch mal kurz beschreiben, wo du gerade bist, an welchem Punkt? Da, wo dieses Kräusel ist, exakt im Norden? Da, exakt an der Stelle, wo du gestorben bist. Ja, wenn ich das jetzt noch wüsste. Ich habe leider keinen Marker. Ersten gekräuselten Teil. Im Norden sozusagen, wo es von diesem dunkelbraunen Zeug in das Schwarze reingeht, ne? Ja, direkt an dem Schwarzen. Also muss ich jetzt rechts rum.
Okay, ich versuch's. Ich muss ja wohl oder übel hier rüber. So. Da geradeaus und dann da links rüber. Das wird lustig. Kann auch sein, dass ich gleich kaputt gehe. Da hinten ist ein Rhino. Da ist schon mal nochmal ein kleines Hähnchen. Da ist nix, da ist wieder ein Libellenvieh. Oh, Scheibenkleister. Okay, also muss ich bei dem Libellenvieh ein bisschen aufpassen. Ich sehe aber schon quasi die Grenze. Wo ist das Libellenvieh? Da hinten ist das Libellenvieh. Da muss ich jetzt vorbei. Ich hoffe mal, dass mich jetzt nichts triggert auf dem Weg. Ist ein bisschen unübersichtlich hier die Ecke. So. Jetzt muss ich quasi geradeaus. Das wird lustig. Da ist ein Nashorn. Libellenvieh. Schlecht. Noch ein Nashorn. Sehr schlecht. Sehr schlecht. Scheiße, die Libellenvieh hat mich getriggert. Nein, 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 nein. Bringt nichts. Kaputt, 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 kaputt und weg. Dreimal vergiftet. Das wird jetzt lustig. Ich hau mal noch kurz ein Emo um. Kann wieder laufen. Wird's aber langsam etwas knapp. Nur noch ein Viertel Energie. Ich muss jetzt immer warten. Noch ein Hähnchen ist ungünstig. Da kommt ein Rhino. Das ist noch ungünstiger. Hab fast alles mit. Ein paar Steine habe ich da gelassen. Na toll, warte mal. Ich mache jetzt hier den ganzen weiten Weg. Ich bin jetzt, wenn das, der Übergang von dem Braun in das schwarze Gekräusel direkt links auf 9 Uhr ungefähr 2 mal so breit wie der gelbe Kreis. Das heißt, ich will jetzt im Prinzip auf dem Weg. Gleich. Müssen wir nur sagen, wo du bist. Ein Stück quasi schon entgegengekommen. Ich will da mal hoffen, dass du auf der richtigen Seite entgegenkommst, weil ich bin nämlich jetzt gerade Richtung geradeaus, geradeaus und geradeaus. Ja, ich sehe dich. Okay. Achtung, Hyäne hinter dir. Boah. Ich bin der Stufe aufgestiegen. Können wir gerade nochmal zurück? Wie viel war denn noch drin im Ding? Lohnt sich das noch? Lohnt sich nicht mehr, das sind nur noch 100 Steine, 3 kaputte Fackeln und okay. Das war's, den Rest habe ich. Na dann. Jo. Gib mir aber nochmal mein Schild und was weiß ich, 2, 3 Dinger oder so, 4. Außer du hast Platz genug und mir. Oder ich so. Brauche alles tragen können. Auf die 100 Steine. Kein Mensch braucht. Das sieht doch mal gut aus. Okay. Das ist dann der Vorteil, wenn du einen höheren Level hast und mehr mitnehmen kannst. Fertig oder kommt noch was? Oh, kommt noch was. Ach ja, meine Trophäe. Yippie! Oh, das war's. Okay. Hält sich ja noch in Grenzen, ne? Es ist nur noch Schwefel und so ein Gedrisse. Okay, dann würde ich mal sagen. War da mal ein lustiger Ausflug, ne? Laufen wir mal wieder nach Hause. Also wir müssen jetzt eigentlich nur da
wo ich jetzt hergekommen bin, da so geradeaus jetzt. Ja, komm, dann lass uns nach Hause laufen, dann ist gut. Ich bin hier rüber, da wo der große Brocken da ist. Lauf du mal. Lauf du vor, ich lauf, dackel dir hinterher und dann sind wir zu Hause. Hoffe ich. Hoffe ich auch. So, es ist natürlich blöd, dass die jetzt so nach und nach nur aufspawnen, aber ich bin mal da hinten bin ich rüber. Da ist wieder die Libelle, die ist aber wieder schnell respawned, alter Schwede. Renn nicht so schnell vor, denk an deine Ausdauer. Jo, ist noch über die Hälfte. Was hier nur? Muss ich mal überlegen, wo bin ich denn jetzt hergekommen da? Wahrscheinlich nicht durch das Stadttor. Nee, ich weiß es nicht. Ich glaube da links davon. Links rüber da. Ja. Den Felsen durch. Da ist ein Rhino, das ist böse. Rechts. Jo, das kommt ungefähr hin. Sehr ungefähr. Sieht gut aus. Aber ging wirklich erstaunlich schnell. Ja, und dann hier quasi da so zwischen den. Wir können aber auch hier rüber, ne? Ahnung, ob wir da wirklich rüber können. Ja. Dann kommen wir an der Stelle raus, wo ich die Bäume hacke. Dann sehen wir mal wenigstens, wie das von der anderen Seite aussieht. Als theoretisch. Hm, praktisch. Ich hab's gerade gesehen. Es ist genau da. Da oben ist die Libelle wieder. Und jetzt sind wir schon quasi wieder im heimischen Gebiet. Nett. Dann trinken wir noch was. Oder essen mal noch Fleisch. Jo. Geht sehr flott eigentlich. Ja, aber abkürzt. Ah, netter Ausflug. Jo. Die Schwefel hast du jetzt hoffentlich alle noch drin, ne? Oder hast du die zurückgelassen? Ja, klar. Okay, gut. Nee, weil das war eigentlich eine so von den Sachen, wo ich dachte, das wäre ja richtig. Ja, das ist richtig. Das noch mitzunehmen. Ja, oh. Man das hier nicht so eben abbauen kann. Ja, eben, deswegen. Jetzt schauen wir mal, was die Schmieden so sagen. Die Schmiede sagt 34 Eisenverstärkung. Das ist ja schon mal nicht schlecht. Wo packe ich den Stein aus dem Kopf? Egal. Hauptsache weg. So, was sagt die? Die sagt gar nichts, das ist schlecht. Ausgebrannt. Seltsam. Auch abschalten, die macht heizen. Ich gucke mal noch mal. Nummer noch mal 50. So, dann legen wir das Rüstungszeug mal wieder weg, weil ich nicht brauche. Einmal Harnisch, einmal Schwert. Ach so, die kleine Axt für die. Fürs Holz müsstest du eigentlich noch haben, die Stahlaxt. Axt hier, nee. Bogen habe ich auch noch. Hier, da in die Kiste. Okay, merci. Das war ja mal gar nicht so weit weg. Dann meint man immer, die wäre so groß, die Entfernung, aber das ging eigentlich sehr flott. Ja, das ging echt. So. Helmchen. Schüchen. Handschüchen. So. Lieder. Hm.
Na, das war jetzt aber ein Trick mit Selbstfall. Ich werf mal kurz wieder hier die Gerberei an. Ein paar Stöckchen hole ich mal noch und dann bin ich wieder aufgefüllt. Trinkflaschen, genau, die wollte ich ja noch zurücklegen. Einmal ziehen, zweimal ziehen. So. Dann gehe ich mal wieder den Tempel befeuern. Oh. Also ich habe ja jetzt quasi neu geladen, neu laden müssen, aber die Fackeln stehen immer noch da, ne? Ohne Foundation. Gut. Könnte man sagen, Glück gehabt, ne? Reicht, vielleicht abwarten, Tee trinken. Vielleicht war die Zeit nicht lang genug. Hm, okay. Vielleicht passiert es auch erst beim nächsten Server-Neustart. Hm. Naja, schauen wir mal. Ja, Leder bräuchte ich jetzt aber immer noch. Da, Leder, gut. Zumindest mal notwendige. Und ich bin raus. Wie, du bist raus? Ja, und ich bin raus. Wo raus? Raus aus diesem Spiel. Echt jetzt? Echt jetzt. Geflogen, oder was? Nein, geflogen nicht. Du musst fliegen. Ich gehe freiwillig. Du gehst freiwillig. In den Tod, den vorübergehenden. Freiwillig oder zwangsläufig? Ach ja. Dann sagen wir mal zusammen alle Winke Winke und einen schönen Abend und vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.